Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut, denn heute gibt es das hier bei mir im Test. Kennt ihr die schon? Von Kellogg's haben wir die Fruit Loops Gummis. Jawohl, ich bin auf der diesjährigen Süßwarenmesse in Köln gewesen. Ja, und da kann man ja immer einige Sachen abstauben. Die habe ich hier unter anderem mitgenommen. Ja, die werden wir jetzt gleich mal testen. Ich habe gesehen, in anderen Ländern gibt es die irgendwie schon sehr, sehr lange. Aber hier in Deutschland habe ich die noch nie gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, deswegen werde ich die jetzt einfach mal öffnen und mit euch hier zusammen probieren. Okay, dann würde ich auch sagen, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So sehen sie aus. Okay, na dann. Ich bereite den Testteller vor und dann wird probiert. So, und da geht es auch schon weiter bei mir. 6 Geschmacksrichtungen sind dabei. Die habe ich jetzt hier einfach mal neben die Verpackung gelegt. Wir probieren jetzt mal. Ich bin gespannt. Die Dinger sollen wirklich genau wie die Fruit Loops schmecken. Also dieses Frühstückszeugs. Na gut, kann ich jetzt leider nicht vergleichen, weil ich sie seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen habe. Trotzdem probieren wir jetzt mal. Ich beginne jetzt hier einfach mal mit den gelben. Sind von der Konsistenz ziemlich weich und haben hier noch so einen Zucker drüber. Ich weiß jetzt nicht, ob der sauer oder süß ist. Ich werde es probieren. Geruchlich eher neutral. Okay. Also der Zucker, der da drumherum ist, ist ein süßer Zucker und die erste Sorte schmeckt nach Zitrone. Aber besonders lecker finde ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, wir machen sofort mit dem hier weiter. Der schmeckt irgendwie total süß, auch ziemlich fruchtig. Nur eine gute Frage, welche Geschmacksrichtung das jetzt hier sein soll. Ich würde einfach mal jetzt auf Blaubeere tippen. In die Richtung geht es auf jeden Fall. Okay, dann machen wir sofort weiter mit Grün. Ja, auch hier ziemlich fruchtig das Ganze. Ich würde jetzt fast sagen, es schmeckt nach Apfel, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Aber auch hier ein ziemlich künstlicher Geschmack. Nee, also bisher nicht wirklich lecker. Machen wir sofort mit dem hier weiter. Das ist der schlechteste bisher. Auch hier total süß und fruchtig. Aber auch hier kann man nicht erkennen, was es sein soll. Vielleicht Waldbeere oder sowas. Also wirklich alles andere, wie leicht hier die Geschmacksrichtungen zu erkennen. Wie gesagt, es ist einfach sehr, sehr süß und ja, ein künstlicher Geschmack, wie gesagt. So 2 Stück haben wir jetzt noch übrig. Ich hoffe, dass wenigstens einer davon halbwegs lecker ist. Auch hier ein ziemlich künstlicher und sehr süßer Geschmack, aber es soll Orange sein. Das kann man hier gerade noch so erkennen. Boah, nee, furchtbar. Und da sind wir auch schon beim letzten angekommen. Auch den probiere ich natürlich noch. Ja, hier handelt es sich dann um Kirsche, aber auch hier alles andere wie lecker. Nee, also die habe ich mir wirklich komplett anders vorgestellt. Ich habe mich auch auf den Test gefreut. Aber dass sie so künstlich schmecken, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Richtig furchtbar. Okay, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten und den Nährwerten. Dann gibt es meine Bewertung. Ja, meine Bewertung sieht folgendermaßen aus. Ich vergebe ja gerade noch so den Daumen zur Seite. Ich wollte eigentlich erst den Daumen nach unten geben, aber ja, die eine oder andere Sorte kann man noch halbwegs essen. Aber wie gesagt, geschmacklich geht es für mich absolut nur in die chemische Richtung. Also mir schmeckt es überhaupt nicht. Vielleicht ist das ja euer Lieblingsfruchtgummi oder so, aber nee. Na gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Nicht vergessen, morgen gibt es hier schon den nächsten Test auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.